Und los. Hallo. Grüezi. Auch an unsere Schweizer Zuseher. Falls so mannigfaltig ja. Sind. Wir hatten mal einen Zuschauer aus ja, Brasilien, glaube ich sogar. Ja. Ja, das kann nicht jeder sagen. Der konnte bestimmt auch Portugiesisch. Brasilianisch. Brasilianisch, genau. Amerikanisch hat er bestimmt auch gesprochen. Ja, aber kein Englisch. Nee, das versteht er nicht. Nee, das ist Quatsch. Dann sagt er, hä? Was? Sagt er, what? What are you talking? Ja, say what? Ah! Wahrscheinlich der letzte Hombre. Ha! Maybe there was something on the bridge. I checked every other. Gut. Dann haben wir es doch geschafft. Passos and Marcelo. If I'd known back then that I'd been up to no good while I was fighting my way. You did it to the bridge. Yes. I did my best and it was not the worst. Nur haben wir keinen Ton. Ah, da ist er wieder. Hier rumlaufen. Ja, ach Mensch, Ton. Ton. Du hast immer Wünsche und Vorstellungen. Also, wo sind wir denn hier? Bei den roten Toten? Ja. Ding, 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 ding. Whee! Ich würde es machen. Wäre ich irgendwie so ein paramilitärischer Einheit, ich würde da runter müssen, würde da dran hängen. Whee! Kann ich doch mal? Again! Jo, gut. Bin ich mal wieder gestorben. Ist mal was Neues. So, die Killcam kennen wir schon ganz gut, ne? Ja. Nein, nein. Ashamed to see it go to waste. Gut, aber wir können natürlich auch nicht in jedem Spiel großartig sein, ne? Also selbst als Gott ist das schwierig. Muss man so auch mal sehen. Gibt's eigentlich eine Religion, wo du sagst, boah, die fetzt? Was? Ob's eine Religion gibt, wo du sagst, jo, die ist ganz geil. Mythologie eher. Das, ja. Okay. Eine eingetragene ja, also, Weltreligion finde ich ja immer noch am besten die Jedi. Das ist ja aber keine eingetragene Weltreligion. Ja, ist es. Naja, nicht eingetragene Weltreligion. Aber jetzt muss ich überlegen, in welchem Land es war. Ich glaube in England oder in Australien. Ja, das weiß ich wohl. Ja. Das ist schon ganz cool. Und die Pastafari sind natürlich großartig. Kennst du die Geschichte von dem Typen, der Nudelsieb auf den Kopf getragen hat auf seinem Passbildfoto? Nee, aber ich finde das gut. Ja, der hat halt gesagt, er ist Mitglied der Religion Pastafari. Und er müsste halt aus religiösen Gründen auf Fotos ein Nudelsieb auf seinem Kopf haben. Das finde ich nachvollziehbar. Jo. Weil, ne, große Spaghetti-Monster und so. Und dann haben die ihm gesagt, nee, das ist Quatsch, sie müssen den bitte abnehmen. Und dann hat er gesagt, nee, das mache ich nicht. Und dann haben die gesagt, ja doch. Und dann hat er gesagt, ja, aber warum dürfen andere Religionen, ne, dürfen das, aber ich darf das nicht. Das ist ja jetzt auch nicht nett. Und dann haben sie ihm gesagt, ja gut, dann gehen sie doch vor Gericht. Exakt dies tat er. Und gewann. Und sein Passfoto ist nun tatsächlich er mit langen Haaren und Bart und einem metallenen Nudelsieb auf dem Kopf. Ja, ist doch gut. Ja. Freut mich für ihn. Finde ich saugeil. Wenn man das dann so weit hochzieht, das Trolling, dass man sogar vor Gericht geht. Muss es schon ganz schön eisern sein. Ja. Ne? Balls of Steel. Alter. Ich mag ja so Stellen, wo ich alles 50 Mal machen muss. Oh.
Obgleich das ja in Deutschland nicht ganz richtig ist, dass andere Religionen auch Kopfbedeckungen tragen dürfen, ne? Muslime dürfen aber ein Kopftuch tragen. Was ja auch. Nein. Doch. Nein. Also als auf ich da... Auf offiziellen Passfotos? Auf biometrischen Passfotos? Ja, nein. Auf biometrischen ist es ja, aber das ist ja bei Reisepass, weil andere Länder sagen nein. Personalausweis darfst du. Das ist ein biometrisches Foto, nee, auf dem Personalausweis. Auf dem Perso brauchst du kein biometrisches. Das Biometrische ist ja nur in dem Reisepass, weil die USA das unbedingt will, weil die alle erschießen wollen. Das war im Nachgang zu 9/11. Natürlich haben wir auf unseren Personalausweisen biometrische Fotos. Ich meine nicht. Na klar. Wenn, dann hat sich das aber geändert in den letzten Jahren. Da hast du in allen, hier, wie heißt das? Bürgerämtern? Bürgerämtern, ja. Bürgerbüros meistens. Ja. So. Diese Poster hängen, ja, ich weiß. Ja, wo das auch mit den Kopftüchern erklärt ist und so. So, mal eine kleine Wette, ob ich das jetzt demnächst schaffe, diese Stelle. Wie echt scheiße ist. Ja, das ist voll mies hier gerade. Ich werde immer erschossen. Das ist nicht nett. Ne, kann ich verstehen. Das ist es wirklich nicht. Und wir machen sowas. Keine netten Leute auf jeden Fall. Nee, so. Brasilianische Paramilitär-Heinis. Genau, die machen das. Ich habe doch gar nicht die geguckt. Leute um. Die können nicht schießen, wenn ich nicht gucke. Das ist unfair. Nicht gucken. Nicht schwulen, bitte. Nicht schwulen, genau. Hier ist Clip. Genau, hier ist Clip. Das müsste man mal machen mit so irgendwelchen Terroristen, die einen erschießen wollen. Halt, hier ist Clip. Clip. Und zack. So besiegt man den Terrorismus. Jetzt haben wir es raus. Wir haben doch früher bestimmt auch alle Fangen gespielt. Natürlich. Hallo, das ist doch internationaler Sport. Also ein Land, was das nicht hat, das hat es auch nicht verdient zu existieren. So. Boah. Das ist hart, aber okay. We can get across up top. Wenn das deine Meinung ist, akzeptiere ich. Ich habe ja Meinungsfreiheit. Bis zu einem gewissen Grad. Ich habe ja nicht gesagt, dass alle Kinder den Tod verdienen, die das nicht kennen. So weit würde ich jetzt nicht gehen. Das würde ich auch nicht aussprechen. Das hat ja auch nicht mit Meinungsfreiheit was zu tun. Nicht? Weil Meinungsfreiheit da aufhört, wo die Freiheit, irgendeine Freiheit eines anderen Menschen eingegrenzt wird. Ja, aber ich mach's ja nicht. Ich sag's ja nur. Aber du propagierst es damit unter Umständen. Ah, gut. Ich weiß jetzt nicht, ob das als. Weiß ich nicht, als ernsthafte Drohung. Ja, genau. Es gibt ja bestimmt auch Kinder in Deutschland, die das nicht kennen. Ich nicht. Nein. Nein. Das kennen alle. In Deutschland alle. Wird das in der Schule gelehrt. Richtig. Erste Klasse, erste Stunde. Regeln für den Schulhof. Clip ist Clip. Also die eine Hälfte fliegt von der Schule. Wer nicht? Alter, ich komme hier nicht voran, ne? Das ist nichts für mich. Ich finde die Helikopterhilfe bestimmt super. Ja, das stimmt. Oh, ich gucke aber mal zu, ob ihr das auch alle macht. Kann ja nicht sein, dass mein Kind Clip einhält und die anderen nicht. Genau. Was haben die für Eltern? Und dann hat er gar keine Bio-Haferkekse. Ja, genau. Die Hobbits. Glutenfreie Bio. Ja, glutenfreie Bio Haferkekse aus Fairtrade, musst du noch dazu sagen. Genau. Wir vergiften die Welt nicht. Nein. Das könnt ihr ja machen. Und wo Fairtrade draufsteht, ist ja immerhin ja, auch Fairtrade. Wenn da so ein bekannt. Ding drauf gedruckt ist, das ist rechtlich bindend. Ja, genau. Gezwungenermaßen. Wenn ich jetzt ein Blatt Papier ausdrücke,
nehme und darauf ein Fairtrade-Logo drucke, dann ist das Papier automatisch Fairtrade. Ja, so funktioniert die Welt. Ja. Finde dich damit ab. This is how we do it. Was ist denn jetzt passiert gerade? Hat sich einer hingefaced? Hingeschnitzelt? Ach, jetzt stirb doch mal bitte. Ach, jetzt sei doch mal nett zu mir. Nur weil ich euch ein bisschen abschieß, Alter. Next try, next game. Next Folge, meine ich.